ich möchte mir sehr klar sagen, dass im Augenblick nicht der Zeitpunkt ist, über die Lockerung dieser Maßnahmen zu sprechen. Wir haben, wenn Sie sich die Zahlen anschauen, immer noch einen sehr starken Anstieg von Neuinfektionen. Und das Ziel ist ja, dass wir die Maßnahmen so gestalten, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Die Maßnahmen, die wir ja erst Montag in weiten Teilen Deutschlands eingesetzt haben, können noch nicht sich widerspiegeln in der Frage, wann wir wirklich dann auch sehen, welche Neuinfektionen nach Einführung der Maßnahmen überhaupt aufgetreten sind. Deshalb sind wir noch gar nicht in dem Bereich, um zu sehen, ob unsere Maßnahmen wirken. Und deshalb muss ich die Menschen in Deutschland wirklich hier um Geduld bitten. Es war immer klar, dass wir erst dann, wenn wir Effekte sehen, darüber nachdenken können. Und ich habe Ihnen eben einen Maßstab genannt, von dem wir leider noch ein ganzes Stück entfernt sind. Inzwischen sind in Deutschland mehr als 43.000 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Mehr als 260 Infizierte sind bundesweit gestorben. Bund und Länder haben beispiellose Maßnahmen beschlossen, die zwischenmenschliche Kontakte minimieren sollen. Zuletzt hatte aber bereits die Debatte darüber begonnen, wann diese Maßnahmen wieder gelockert werden können.